Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, wie ihr vielleicht schon vor mir sehen könnt, geht es heute um das Thema Steigbügel. Und zwar ist der Anlass, dass ich vom Reitmodenshop, meinem Kooperationspartner, ich kann es ja so ganz offen sagen, neue Steigbügel bekommen habe, und zwar diese Sprenger Flexside. Aber darauf komme ich gleich nochmal. Genau, ich möchte in diesem Video grundsätzlich einmal sagen, worauf man bei Steigbügel achten sollte, wo die groben Unterschiede sind, und natürlich noch einmal genauer auf den Sprenger Flexside-Bügel eingehen. Aber fangen wir doch erstmal an mit, was für Arten von Steigbügeln gibt es überhaupt. Zum einen gibt es diese starren Steigbügel. Wie man sieht, die haben kein Gelenk, die lassen sich nicht bewegen. Und ja, der ist jetzt auch nicht ganz so sauber. Das ist nämlich mein Dressurbügel. Der ist auch relativ leicht. Dann gibt es noch die nächste Version, das sind diese mit so einem Gelenk, die lassen sich hin und her bewegen. Der ist schon etwas schwerer als dieser hier. Und neben diesen starren und flexiblen Bügeln gibt es noch spezielle Sicherheitsbügel. So, und da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt Modelle, die kennt ihr vielleicht auch, die haben hier gar keine Seite, die haben hier so ein Gummi. Oder die sind hier offen und die klappen dann so weg, wenn man mit dem Fuß im Steigbügel hängen bleibt. Oder es gibt mittlerweile so viele Sicherheitssteigbügel. Und ja, der Flexside von Sprenger ist eben auch so ein Sicherheitssteigbügel. Zum einen ist er genauso flexibel wie jetzt der Vorgänger auch. Das ist übrigens unser Alter vom Springen. Und den benutzen wir jetzt aktuell an unserem Springsattel. Und ihr seht, der ist schon auch sehr flexibel. Und das Schöne ist, der ist so rund gebogen. Seht ihr das? Der ist nicht ganz gerade, sondern der geht hier etwas zu der Seite und hier geht er etwas zu der Seite. So, und der Grund ist, ich zeige euch das jetzt einmal mit meiner Hand. Ich versuche das jetzt relativ gut nachzumachen. Wenn man mit dem Fuß in den Steigbügel reinrutscht, und dann hängt man da so drin und das ist so flexibel und man hängt am Pferd und denkt so, scheiße, mein Leben ist gleich vorbei. Dann ist das eigentlich dafür da, dass sich der Bügel hier umknickt und man so rausrutschen kann. So, das Problem bei diesen hier, die eben nicht offen klappen oder die kein Gummi haben oder offen sind an einer Seite. Man kann sich da ganz einfach, oder was heißt ganz einfach, man kann sich da halt tatsächlich drin verkanten. So, ihr habt gesehen, der ist flexibel, ich kann meinen Arm noch relativ easy rausziehen. Bei diesem hier sieht das schon ganz anders aus. Wenn ich hier drin bleibe, dann verkantet sich mein Arm richtig. Also heißt, wenn ich hier wirklich reinrutschen sollte mit dem Fuß und ich fall runter und hänge so im Steigbügel drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich rauskomme, halt definitiv geringer als bei so einem flexiblen Steigbügel oder halt eben bei dem hier. Bei dem hier ist das Besondere, an diesem gebogenen, Steigbügel, dass wenn ich da drin, ist eigentlich egal übrigens, wenn ich so da reinrutsche und ich hänge da so, dann kann der relativ easy rausgleiten. Dadurch, dass hier halt, also ich hoffe, man kann das relativ einfach erkennen, ich kann hier auch wieder flexibel biegen. Wenn ich da drin hänge und ich ziehe, dann komme ich da so raus. Und das ist eben das Spezielle an diesen Flexside-Steigbügeln, dass Sprenger hier einfach gesagt hat, okay, wir entwickeln uns nochmal weiter, wir möchten das Reiten noch sicherer machen. Und genau, ich bin ganz froh, dass ich den testen darf und dass ich den benutzen darf an meinem Springsattel. Ja, kommen wir mal etwas genauer darauf zu sprechen. Und zwar fangen wir wieder mit dem Dressurbügel an. Der ist relativ leicht, habe ich gerade schon gesagt, im Gegensatz zu dem ist er schon relativ leicht und zudem ist er noch mal ein bisschen leichter. Also das ist schon ein Unterschied. So, bei der Dressur möchte ich einen Bügel haben, der ist leicht und der starr ist. Allerdings mag ich sehr, sehr gerne diese breite Trittfläche. Wenn man die mal nebeneinander hält, sieht man das ganz deutlich, dass der eine doch viel, viel breiter ist als der andere. Das ist auch alles so ein bisschen Geschmackssache. Und auch Angewohnheitssache. Allerdings finde ich die hier echt super. Die sind übrigens von Jeans Tearup. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Und damit bin ich sehr zufrieden. So, das waren unsere alten Springbügel.
Und was ich jetzt gut finde ist, die neuen, die haben nochmal eine breitere Trittfläche. Ich hoffe, man kann das wieder ganz gut sehen. Die Trittbreite ist 12 mm wäre etwas knapp bemessen. Und der Fuß hat hier auch einfach ein bisschen mehr Halt drin. Wie man hier auch sieht, hat er so eine Einlage. Das ist so mit so Gumminoppen. Man hat sehr guten Grip da drin. Wenn einem das noch nicht reicht, kann man diese Einlage aber ganz einfach rausnehmen an beiden Seiten und durch eine Einlage mit Metallgrip ersetzen. Das hat Springer bei diesem Modell auch speziell mit dem Angebot. Finde ich auch ganz gut. Wobei ich sagen muss, dass diese hier auch schon echt gut sind. Ich habe da einen richtig, richtig guten Halt beim Reiten. Und ja, deswegen, ich brauche die Metallgrip gar nicht unbedingt. Das Schöne an diesem Bügel ist auch, dass er wirklich schwer ist. Denn ich finde, gerade beim Springen, wenn man über dem Sprung mal den Bügel verliert oder das Bein ist ein bisschen unruhig, dann will ich nicht, dass der Bügel noch hinter mir herfliegt oder keine Ahnung, sondern ich möchte, dass der Bügel schwer nach unten hängt, dass ich direkt nach dem Sprung meinen Bügel wiederfinden kann und nicht, dass er bei jedem Galoppsprung noch so fiu, fiu, so mitschwingt, sondern ich möchte, dass der einfach nach unten hängt und ich den schnell wiederfinden kann, am besten bevor der neue Sprung kommt. Genau, das Modell ist genau wie die alten auch von Springer. Die sind aus Edelstahl. Das Gute daran ist, Edelstahl ist rostfrei. Man sieht hier den Unterschied, dass hier komplett einmal Edelstahl drumherum ist. Dadurch sind die vom Gewicht gar nicht so groß unterschiedlich. Aber die haben einfach so eine Gummieinlage, so eine dünne. Und hier ist das, das ist wirklich hartes Kunststoff. Mit dieser einlegbaren Sohle, je nachdem, wie man die gerne haben möchte. Ja, so, das war eigentlich schon die grobe Vorstellung vom Steigbügel. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man da noch so großartig zu sagen sollte. Ich möchte einfach meinen Erfahrungsbericht mit reinbringen, denn ich reite jetzt mit diesen Steigbügeln seit ungefähr 4 Wochen. Bin auch schon mehrfach damit gesprungen und die sind an unserem Springsattel dran, den wir auch sehr, sehr oft, eigentlich immer, mit ins Gelände nehmen. Und ich hatte im Gelände letztens eine Situation, da ist Honky einmal zur Seite gesprungen und da bin ich auch aus dem Steigbügel raus und wir sind aber weiter galoppiert. Ich bin eigentlich ein relativ sicherer Reiter, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich konnte den Steigbügel sehr, sehr schnell wiederfinden. Und ich finde, das ist einfach wichtig. Auch wenn man mal, wenn man im Regen reitet und die Beine werden nass, die Füße werden nass und man rutscht da die ganze Zeit hin und her, das geht gar nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich hier richtig, ich habe hier wirklich richtig Grip. Und beim Springen fällt auch auf, dass er tatsächlich ein bisschen so eine etwas stoßdämpfende Wirkung hat. Also wenn ich wirklich lande, dann habe ich nicht das Gefühl so, aua, das ging jetzt auf mein Knie. Sondern ja, es ist halt einfach so ein leichter Stoßdämpfer. Was ich übrigens auch richtig cool fand, als ich die gekriegt habe. Ich hoffe, man sieht das jetzt und die Kamera macht das halbwegs scharf. Ne, leider nicht. Aber da steht ein R. Also ich habe jetzt den rechten Steigbügel, damit man immer genau weiß, welcher Steigbügel muss an der linken und welcher an der rechten Seite. Der Grund dafür ist, wenn ich jetzt hier mit meinem linken Fuß bin, dann ist er quasi so ein bisschen so gedreht und mit meinem rechten Fuß ein bisschen so. Und wenn ich jetzt einen rechten Fuß da drin habe und ich möchte rausrutschen, dann kann ich das machen. Habe ich aber meinen linken Fuß da drin, dann verkante ich wieder so ein bisschen und kann eben nicht so leicht rausrutschen. Das liegt an dieser gebogenen Form. Aber deswegen gut, dass Springer das da drauf geschrieben hat. Ja, was lässt sich dazu noch sagen? Also ich muss sagen, Steigbügel sind zum einen ist das Geschmackssache, aber ich finde immer, der Geschmack sollte hinten anstehen. Denn es gibt einen Aspekt, der ist viel, viel sicherer, viel, viel wichtiger. Und das ist die Sicherheit. Beim Springen, Springen ist nun mal einfach gefährlich. Ich bin selber schon mehrfach von Honky runtergefallen, in der Dressur noch nie. Ich habe schon mehrfach beim Springen meinen Bügel verloren. Und Vollbremsung muss man halt auch mal durchmachen, wenn man halt ein Pferd hat, was manchmal stoppt. Und da finde ich, da sind, ja, da ist erstens ein vernünftiger Helm auf jeden Fall sehr wichtig, dass wenn man runterfällt, das geschützt ist da oben, weil man hat nur einen Kopf. Eventuell eine Sicherheitsweste, je nachdem, wie das Pferd so drauf ist. Und auf jeden Fall vernünftige Steigbügel. Denn man kann nicht, wenn man tatsächlich mal runterfällt und man bleibt hängen,
Das ist die Horrorvorstellung eines jeden Reiters und ich möchte nicht erst darüber nachdenken, wenn es passiert ist oder wenn ich da unten hänge und mein Leben quasi an mir vorbeizieht. Und ich denke so, ach scheiße, hätte ich mal andere Steigbügel, sondern das muss man sich vorher überlegen. Und das ist einfach unglaublich wichtig, gerade beim Springen oder bei Geländeritten, dass man vernünftige Steigbügel hat, wo man auch schnell im Notfall rausrutschen kann. Und deswegen bin ich auch dem Reitmondschub sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt diese Steigbügel habe. Ich habe mich jetzt mit diesem Thema Steigbügel, Sicherheitssteigbügel einfach viel, viel mehr auseinandergesetzt. Das war mir vorher gar nicht so extrem bewusst, weil man hat halt welche. Ich hatte halt die waren da schon, die gab es schon vor mir quasi. Und bin halt immer damit geritten, so nie was passiert, so gefühlt. Aber was ist, wenn? Was ist wirklich, wenn was passiert wäre? Und deswegen habe ich mich jetzt intensiver mit dem Thema Sicherheitsbügel auseinandergesetzt. Ich bin mit diesen hier sehr, sehr zufrieden. Man kann nirgendwo hängen bleiben. Was ich auch bei diesen, ich sag jetzt mal, offeneren Steigbügeln, jeder kennt sie, die so nach oben hin, aber nicht ganz zu, ist zum Beispiel, dass man mit der Schnürung hängen bleiben kann oder so. Und das passiert halt mit diesem hier einfach nicht. Und ich habe ein sehr sicheres Gefühl da drin und möchte einfach an jeden Reiter appellieren, bitte holt euch vernünftige Steigbügel, denn es kann wirklich im Notfall mal ein Leben retten. Ja, mehr Moralapostel möchte ich auch heute gar nicht sein. Ich hoffe, ich konnte euch die Modelle so ein bisschen vorstellen und euch einmal den groben Unterschied zwischen diesen Arten von Steigbügeln erläutern. Und ich hoffe natürlich, euch hat mein Video gefallen und ihr lasst vielleicht ein Gefällt mir oder ein Abonnement da. Übrigens mit aktivierter Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wenn ihr selber Sicherheitssteigbügel habt oder sogar vielleicht die Flexheit-Steigbügel, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen unten reinschreibt. Vielleicht habt ihr auch schon mal schlechte Sachen erlebt, dann schreibt es auch gerne unten rein. Weil ich finde, von den Erfahrungen von anderen kann man auch noch ganz viel lernen. Und ja, wenn ihr es noch schafft, freue ich mich natürlich auch einen Besuch oder über einen Besuch auf meiner Instagram-Seite Happy Horse Life. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis nächstes Mal.